Mann, Mann, Mann. Wieder 20 Minuten Stream draus gemacht, so ungefähr. Und ja, eigentlich hätten 10 Minuten vollkommen ausgereicht, um einmal abzusprechen, wo der Roland dann im Krieg mal helfen soll. So, wir haben uns dann auf langer Sicht dann mal auf Romilly geeinigt. Wer den Stream gesehen hat, weiß, wie das funktioniert hat. Und alle denken Katastroph. Und wer Katastroph sagt, ja, der hat auch recht. So, Fakt ist, ich bekomme gerade quasi aus dem Urlaub. Ich habe hier vorher noch mal kurz ein Spiel gemacht. Das Langweilige ist natürlich, ich werde hier natürlich nicht viel mit meinen Waffen hausieren gehen wieder. Also sprich, hier, guck mal, ich habe MP40 und dann war es das meistens auch schon. Es sei, es ist eine Verteidigung oder sonst. Wir spielen ja hier schließlich nicht aus Just for Fun Gründen, wir wollen ja gewinnen. So. Mina hat mich nur eingeladen, damit er im Fernsehen mal zu sehen ist. Wenn ich Pech habe, kommt der Mörder auch noch vorbei und knallt mich mal einen Haufen. Mal gucken. Ich habe eigentlich um eins gesagt, das wurde dann aber halb zwei. Also es tut mir leid. Es wird beim nächsten Mal eine halbe Stunde früher. Ich sag auch beim, ich mache beim nächsten Mal auch ein Video, aber wer am Samstagabend erst quasi Zeit hat, kann am Sonntagmittag nicht spielen. So. Wir wollen das jetzt hier gewinnen. Ab wehe, das wird hier kein gutes Spiel. Ich hasse immer Spiele, wo ich eigentlich nicht gebraucht werde. Mal hier vorne aufstellen, bevor die Hansel hier gleich angefahren kommen. Es ist ein A-Line-Angriff, das sollten wir eigentlich halbwegs gut hinbekommen. Mine ist schon vorne weg. Steigen Sie ein, es geht los. Alle weg, gut. Alle mitgenommen. Spielen gegen Amis, keine PTKD, erstmal das Schweiß von der Stirn abwischen. Uah. So, und dann wieder den Standardweg. Oben Panzer, da fahren wir hin. Oberhalb zu sehen. Schön aus dem Schusswinkel raus. Egal. Und alle vorbei. Auf gar keinen Fall aufhalten. Spring ab. Von hinten an den Panzer ran. Die M10 Wolverine. Mehr haben wir nicht. Wenn man uns schwer erkennen kann, schießen wir wieder miserabel. Wolverine ist noch nicht platt. Panzerfaust reicht, dann ist er weg. Panzerfaust. Wozu hat er eine Panzerfaust-Dings mit? Leute! Munition sparen! Wenn der Gegner doch schon qualmt, dann reicht ein Panzerfaustschuss. Vor allen Dingen Wolverine und so, die halten ja nicht viel aus. Da sollte man schon öfter mal die Panzerfaust nehmen, sonst kriegt man die Dinger nämlich nicht kaputt. Die fahren dann nämlich einfach weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Da ist mal ein Turm hoch, ja. Vier Null, Junge, das ist wieder so ein Kriegsspiel, weil du wieder in die Hose klopfen kannst hier. Ist ja keine Kunst. Der Schorben steht bei denen im Wald und schießt unsere Infanterie ab. Wahnsinn, was für ein Held. Eine kleine Geschichte, kam ein Ami um die Ecke. Ja, ich weiß, ich gehe jetzt. Cool bleiben. Der rechts schießt nämlich noch mit. Genau, schön, dass einer mal nach vorne geht. Dann läuft das hier schon. Ohne große Probleme. Der Rottweiler ist jetzt auch da.
probiere es mal neu. Huzza! Oh, der sitzt da hinten in der Ecke. Ja, der ist ja mit dem SVG natürlich besser dran. So. Wulvi, alte Socke! Wollen wir wieder spazieren? Spotten, 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 spotten. Aber alle haben Wulvi gesehen. Ich hab leider nichts mehr frei. Kein Gegner hier. Ganz trocken. Oh. Wie kann man sich hier so bewegen? Das ist manchmal herzhaft, Junge. 4 gegen 5, Junge. Der letzte Punkt, der wird gehalten. Zack, einmal rüber um die Ecke. Wulvi fährt spazieren. Scheiße, scheiße, Sherman, Sherman. Laufen, 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 laufen. Oh, wie ein Röckchen, das im Wind weht. Hier sind 6 Leute im Club. 20 Schuss noch. Genau im falschen Moment auf die Karte geguckt. Shit ohne Dings. Ohne Helm und ohne Gurt. Sehr kontrollierbar spielt er die. Der wird sich was dabei gedacht haben. Grüß dich. Helmut und Gurt einfach Gurt, wo kommt er denn her? You have one job. Wie sitzen auf die. Haben wir die B-Line? Die B-Line ist gut. Haben wir einen Panzer? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Die Amis verteidigen einfach zu spät. Auf dem O1-Punkt schon bei der Zeit, das ist einfach nicht gut. Ach Mensch, komm schon. Sogar zu Hause oder was? Schieß auf wen anders. Nee, 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 ich will nicht mit. Netter Versuch. Oder Hubreifen mal umdrehen. Gucken, dass keiner kommt. Naja. Haben wir. Wunderbar. War jetzt nicht so die Kunst, nicht wahr? Ich bin sogar Erster geworden. Ja, das ist immer herrlich. Entschuldigung, ich bin selber überrascht, wenn ich eigentlich sage, naja, ich habe so lala gespielt. Haben wieder 50% ausgereist. Nein, ich war wirklich noch nicht ganz auf dem Dampfer, aber es reichte, ne? Ja, 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 ganz toll. So, herrlich. Komm, Mascha aus dem Buchenwald. Ach, nee. Ich könnte mir auch noch ein paar Truppen holen. Heute lasse ich das nochmal. Weil das will ich eigentlich am Samstag schon vorbereiten, dass ich dann die Truppen dann schon hole, Samstag quasi schon in die Warteschleife setze, damit ich dann Sonntag mit euch dann Runde spielen kann. Das üben wir noch. Nächstes Wochenende machen wir das nochmal.
Mich auch sehr gewundert, wenn das alles so schön funktioniert, wie ich mir das immer denke, weil ich habe ja auch ein paar Truppen. Es ist nicht viel, aber man kann es einsetzen. Ich könnte jetzt hier draufklicken und sagen, ich will jetzt hier meine Garde. Garde ist, hat immer Ressourcen. Also Infanterie ist eigentlich immer da. Ja, die Paratrooper sind nicht da, alles andere schon. Nami, wo wollen wir jetzt hin? Ich würde jetzt sagen, wir holen uns die Verbindung hier vorne. Andererseits können wir auch Dings verteidigen. Ich bin bereit, falls einer fragt. Ich könnte natürlich auch eine andere Waffe nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo hat er uns denn jetzt reingehauen? Irgendwo wieder? Irgendwo mag ich eigentlich nicht spielen. Irgendwo ist immer. Irgendwo ist immer irgendwo und irgendwo scheiße. Fragen wir ihn doch mal. Wo gehen wir denn hin? Scheiße, wir sind jetzt irgendwo eingematcht worden. Ja, da wollen wir doch nicht spielen. Ach, Mann. Es ist doch hier nur eine Verteidigung. Ah, nee. Das üben wir noch. Ich bin keine Gratis-Freikarte zum Mitspielen. Ach, Mini, wir wollen noch Krieg spielen und zwar nicht irgendwo. Sind wir schon wieder auf uns alleine gestellt. Dass wir wenigstens mal ein, zwei Spiele so hinkriegen. Guck mal, da ist der Jasper drin. Da gehen wir jetzt mit. Den gehen wir jetzt mit helfen. Die nehmen natürlich den kürzesten Weg nach Paris. Der kürzeste geht über den Weg und hier rüber. Weil du die direkt einen Flughafen hast. Kannst hier die Paratrooper drumherum abwerfen. Und du kannst quasi mit zwei Parablocks hier vorne schon mal die Stadt einkesseln. Oder zumindest die Verstärkung abhalten und bist dann schon bis an Paris dran. Ist an sich nicht blöd. Wie fighten da noch? Also wie gesagt, ich werde das nochmal hinschreiben. Das soll eigentlich so laufen. So war das hier eigentlich geplant. Ich sag vorher Bescheid hier, dass ich immer mal einen Stream mache. Dann können hier irgendwelche Clans oder irgendwer hier bei mir anmelden, wo er mit seinen Freunden da spielt oder wo ich da spielen soll. Und dann spiele ich da ein, zwei Spiele mit. Na, mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Je nachdem, wie die Zeit ist, kann man da mal gucken, wie das läuft. Dann kann man auch ein paar mehr Spiele mitmachen. Aber ich will hier jetzt nicht den ganzen Nachmittag am Sonntag verbringen. Das tut mir leid, so viel Zeit habe ich dann auch nicht. Na, aber dass ich dann mal, dass jeder mal die Chance hat, da gegen mich auch zu spielen, wenn er will. Und vor allen Dingen mit mir auf deutscher Seite, wenn es nichts ausmacht. Hier ist jetzt Angriff. Kann ich noch wechseln? Ich könnte noch kurz rausgehen. Ich hoffe, da sind jetzt nicht 1000 Mann drin. Sonst habe ich jetzt Arschkarte. Nein, nicht laggen, nicht laggen, nicht laggen, nicht laggen. Jetzt mach mal hin hier. Weil ich habe Heldteam nur einen Soldaten, aber mit dem habe ich alles. Damit wir mal die Waffe wechseln können. Komm, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch, das schaffen wir noch. Komm schon. Schnell mal aus der Warteschlange gegangen. Alles kein Problem. Hier ist noch Beschäftigung. Ich würde so weit es geht auch gerne angreifen, weil meistens, ja, einen Clan zu erwischen ist immer schwierig. Hier könnte ich jetzt natürlich auch verteidigen wieder. Also koordiniert verteidigen ist besser als angreifen. Weil den Angreifer, den sieht man ja immer, wer kommt. Und wo er spielen will und was er vorhat. Als Verteidiger kannst du ja gezielter reingehen. Was ist los hier? Match mal ein hier. Mach mal hin. Los, husch.
Na also. Der Matchmaker wieder zugeschlagen. So. Wie gesagt, es können auch Clans von den Gegnern anmelden. Das wird zwar nicht so passieren, aber rein theoretisch spiele ich auch ganz gerne mal gegen irgendwen, der es dann drauf hat. Allerdings hätte ich dann schon gern auf meiner Seite wenigstens 5, 6 Leute, die es dann auch ein bisschen spielen können, weil wenn schon Krieg ist, also ich werde jetzt hier nicht nur in Paris sagen, komm, starten wir mal Paris, wenn wir dann sowieso gewinnen würden. Ne? Oder so ein Matchteil da, wo die Truppen hier weit in Überzahl sind, nur damit die anderen da spielen können. Wir spielen hier nicht, wie gesagt, wir machen hier keinen Kindergeburtstag. Wir spielen hier schon, um zu gewinnen. Und zwar den Krieg, ne? Wenn es also strategisch nicht als sinnvoll erachtet wird, dann Pustekuchen. So. Müssen wäre ich jetzt auch wieder bei einer Truppe mit dabei gewesen, aber ja. Wir üben noch. So, rennen in den Klopp. Spielen wir ja bei Jasper, bei der DSO mit. Die deutschen Super. Ordnierer, keine Ahnung. Opposition. So, gegen Amis. Der Gegner hat keinen Panzer, das ist schon mal sehr gut. Hier auf der Map sind in der Verteidigung sind die Panzer echt ultra. So, ich fahr mal links rum. Ich habe eigentlich gedacht, dass hier noch ein bisschen Stimmung aufkommt. Wir haben beide dieselbe Idee gehabt. Aber Reaktion ist noch da, weil ich mich so erschreckt habe, weil der Scharfschütze das saß. Wir haben Paratrooper, LPC. Wir mal außen rechts rum und gucken mal, was da abgeht. Weil alle gehen gerade über die linke Flanke, dann sollte doch mal einer von rechts kommen. Mann, ich bin sogar nicht alleine mit dir, Didi. Ich steig aber hier aus. Wir werden gar nicht gebraucht. Ach, Leute. Das ist teilweise echt witzlos. Sehen tun wir niemanden. Oder sind einfach blind. Fünf gegen drei. Eine Chance, du brauchst hier als Scharfschütze doch gar nicht antreten. Rankommen. Vielleicht geschossen, reicht aber aus. So, sehen tun wir niemanden. Oben steht noch einer irgendwo im Wald. Die Frage ist nur wo. Ich finde den Krieg einfach nicht so spektakulär. Hier sind 14 Mann im Club gewesen, also das ist, da würde ich jetzt nicht so schnell angefahren kommen.
14 Leuten? Vergiss es. Keine Chance. Das ist hier wieder der absolute Clan-Oberan. Ja. Zack. Im STG kann man sich das so schön angewöhnen. Aus der Hocke wieder nach oben gehen. Da kannst du wunderbar immer hochziehen. Ich bin hier total. Ja, ist ja gut. Kannst aus der Entfernung gar nicht treffen. Aber gerade man so. Hier tippelt er doch wer. Komm, tippel nochmal. Ich wusste doch, hier war einer. Ich bin doch nicht taub. Jetzt bin ich hinterhergelaufen, bin Depp. Ich hätte hinten rumrennen sollen. Ich habe nicht gedacht, dass er reinkommt. Ich habe nicht gedacht, dass er dämlich ist, aber gut. Passiert. Kriegen wir das da hinten jetzt zu oder muss ich kommen? Weil die anderen, das sind genug. Obwohl, brauchen wir nicht mehr. Thema erledigt. Müssen wir nicht mehr haben. Hätte doch wieder eine MP40 anpacken sollen. Gegen M2 Carabine einfach nur von der Feuerrate her gewinne ich nicht. So, dass ich schön mein. Guck mal, schieße alle mit meinem Sturmgewehr über den Haufen. Ja. Ja, die vordere Straße musst du erstmal einnehmen, das ist einfach so. AT-Siegel Gleitschutz. Komm, jetzt können wir die Roland-Taktik wieder spielen. Vorausgesetzt, mein Wagen macht mit. Und er bleibt jetzt mit dem APC auch mal irgendwo hier stehen. Weil er will bis vorne ran, dann kann ich keinen Rabatz machen. Ach, ich bin hängen geblieben. Aber er ist überfahren worden. Aber so spielt man das. Das ist Standard, ne? Da fährt eigentlich ein Wagen mit und dann steigen die Leute vorher aus, weil die Leute stehen ja meistens hier schon, wie gesehen. Normalerweise stehen die noch ein bisschen offensiver. Deswegen hat es mich schon gewundert, dass ich es bis dahin geschafft habe. So, dann steigst du aus und gibst dem APC schon mal Deckung. Weil, wenn hier unten gleich einer mit der Bazooka steht, hat sich das mit dem APC schon mal gleich erledigt, ne? Der Wagen muss ankommen. Ne? Wenn ich nicht ankomme, ist nicht so schlimm. Ne? Ich bin die letzte Bewachung beim Wagen und das war's dann auch schon wieder. Nicht besonders. Ne? Wenn man mit Clans mitspielt, ist die Sache auch, ne? Da muss man dann nicht den Helden raushängen lassen, das reicht dann.